ein schöner Spruch. In gewisser Weise kann man das kaum kommentieren, weil das steht eh für sich selbst. Und ich glaube, dass diese Selbsterkenntnis im Sinne der Bewegungsabläufe, man merkt gar nicht, wie viele Gewohnheiten man hat. Und das ist das Interessante an dieser Selbsterkenntnis, dass man nämlich Dinge anders machen kann, als man meint. Und das ist dann tatsächlich ein Sprung, auch im Bewusstsein, wenn man dann merkt, ich muss mich gar nicht anstrengen. Klingt gut. Nimmt man manchmal auch wahr bei den Übungen, die wir machen. Weil ja diese Reflexion von körperlichen und geistigen immer stattfindet. Und man da eben schon merkt, okay, ich bin nicht nur Geist, ich bin nicht nur Körper, sondern es gibt da eine Verbindung. Sich selbst zu erkennen, was vielleicht dann auch Spezifikum ist, dass es so eine Art Idee ist, sich durch die Bewegung besser kennenzulernen, anstatt durch eine Reflexionstätigkeit. Insofern hat das was damit zu tun, weil man relativ genau versucht zu beobachten, was der Körper macht, was die Muskeln machen, auf einer relativ erstmal kleinen Ebene und dann später vielleicht größere Bewegung daraus zusammensetzt oder plötzlich merkt, dass es möglich ist und dadurch vielleicht so eine Art Körper-Ich oder sowas entsteht. Dass es im Prinzip schon eine Reflexionstätigkeit ist, aber eher über den Körper. Ja, das sage ich mal, das nächste Zitat von ihm. Wenn ich nicht weiß, was ich tue, kann ich nicht tun, was ich möchte. Also wenn ich mich erkenne, wenn ich weiß, wer ich bin und was ich tue, dann habe ich Entscheidungsmöglichkeiten und ich finde, dass ich damit besser durch die Welt gehe. Da müsste man länger drüber nachdenken, ob das wirklich so ist. Das war was, was für mich bei Feldenkrais so besonders war, auch am Anfang eben, dass ich nicht irgendwas entsprechen musste und versuchen musste, irgendwo was richtig zu machen oder so, sondern tatsächlich die Gelegenheit, so sich wahrzunehmen, mich wahrzunehmen, in dem, wie ich gerade bin. Also ich greife jetzt was auf, was Bobby vorhin gesagt hat, die auch schon interviewt wurde, die hat gesagt, Feldenkrais ist radikal subjektiv. Das ist das, was mir jetzt sofort dazu einfällt. Es ist so gut formuliert und deswegen hat Feldenkrais was mit Selbsterkenntnis zu tun, weil der Ansatz so sehr bei einem selber liegt. Es gibt keine Beurteilung von außen. Man ist auf sich selbst zurückgeworfen, man findet für sich selbst heraus, was für einen selbst funktioniert. Und das kann eine andere Erfahrung sein als für den nächsten, für jemand anders.